Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Weiter geht's mit The Journey. Weil es ja eher in The Journey auch gehört, haben wir hier ein Päckchen bekommen für Ultimate Team. Da wollen wir mal reingucken. Und dann geht's auch gleich weiter mit unserer Karriere. Okay. So, gehen wir mal in den Shop. Und dann gucken wir mal. Leihspieler-Set 3. Ja, Leihspieler ist immer so eine Sache. Ist zwar ganz nett, aber richtig geil ist was anderes. Ja, noch was. Einer nur? Oh mein Gott, nur echt nur einer. Okay. So, schnell wieder raus hier. Zack. Und jetzt wollen wir weitermachen mit The Journey, dem Karrieremodus, Einzelspielermodus, Kampagnenmodus, whatever. So, und wir warten ja immer noch so ein bisschen auf das erste Spiel gegen Gareth Walker, dem Piep-Penner. Ja, würde mich mal freuen, wenn wir mal erfahren würden, wo der denn genau ist. Ja, wir stehen in der Tabelle, sind an den Champions League Plätzen auf jeden Fall dran. Mit Platz 4 wäre das sogar die Qualifikation. Ich glaube aber, der Vierte muss auch in England in die Qualifikation erstmal. Tottenham ist 2 Punkte hinter uns, hat aber auch noch 2 Spiele mehr. Also eigentlich sind sie vor uns. Und Man United ist 1 Sieg weg. Ja, müssen wir mal zusehen, dass wir das auf die Reihe kriegen und schön Siege einfahren. Wir sind ja auch wieder von unserem Ausflug in der Championship, das in der zweiten englischen Liga, sind wir ja auch wieder jetzt bei unserem Verein, den wir auserkoren haben, Leicester City. Und ja, freies Training. Ich mache immer so gerne Freistöße. Ob wir irgendwann mal Freistöße schießen dürfen, ich bezweifle es irgendwie. Ich glaube, das können wir abhaken, oder? Machen wir Weitschüsse und vielleicht Schussgenauigkeit. Die sind eigentlich auch immer ganz gut bei uns. Also bei den freien Trainings soll natürlich, wenn möglich, dann A rauskommen. Und ja, ich denke mal, Weitschüsse sind wir auch immer gut dabei. Das sind jetzt nicht so die Weitschüsse, aber gut. Ah, der war nicht gut. Ah, dürfen wir noch einen? Nein. Aber 22.000 Punkte ist natürlich sehr schön. Geht fast nicht besser. So, jetzt ist der Torwart mit dabei. Ja, von der Seite ist es nicht so cool. Entschuldigung, von hier ist natürlich besser. Ja, der war schwach. Auch mit dem falschen Fuß. Entschuldigung, irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals. Na? Naja.
geht so, ne? Das zweite war jetzt nicht so toll. Ich weiß nicht, ob A gleich A ist. Ich denke mal schon, ne? Ist, glaube ich, egal, ob in dem Fall ob 13.000, 22.000 oder 100.000 Punkte. Ja, wir sind quasi auf Platz 2, was jetzt das Ranking von der Startelf angeht. Gut, dann wollen wir doch das nächste Spiel bestreiten und dann wieder eine bessere Leistung bringen, diesmal als beim letzten Mal. Da lief es, glaube ich, nicht so gut. Aber gut, ist ja nicht jedes Spiel immer Bombe. Ich weiß jetzt gar nicht. Lewandowski hat auch im ersten Spiel in der Bundesliga gleich 3 Tore gemacht. Und ich glaube, in den nächsten 5 auch nur noch 3. In Anführungszeichen nur noch. Oder 2 sogar, weiß ich jetzt gar nicht. Ach, guck mal her, Sponsorendeal. Who's that then? Give you one guess. Der, der zur Familie gehört. Super Rare Hunter. And the legend. Hey Jim, how's it going? We're working. Oh yeah, a little performance. Ja, die mögen sich nicht, ne? This won't take long. Never had that in your day, eh, Jim? These are sick. Which one's your favorite? Adidas oder Adidas? Ich hätte gerne Nike. Weiß. Ich finde beide scheiße. Aber ich würde dann eher zu Weiß gehen. Das ist irgendwie auffälliger auf dem Platz. And Adidas wants you to wear them. What do you think of that? Amazing. You ever wear these boots before, Alex? No, but all the lads are wearing them. Give them a whirl. If you like them, it'll be a nice little bonus for wearing something you're gonna need anyway. Am I right? Right. Anyway, I can see you're busy. I bet be taking. Yeah, I'll let you out. Burly, no nonsense forward. Brave as a lion. Excellent first touch. 22 goals, 1968-69. Wow. Mint condition. Traded all my other cars for it when I was 8. Was hoping you'd sign it for me, but Ah, so eine nette Geste hier. Have it. Oh. Thank you. Hey? He's all right, isn't he? Yeah. All right, put that away. Let's finish on this DVD now. Come here. Look. See what I was telling you before? Gucken die denn? Ein Film? There. Ja, 200.000 Follower. Wie viel haben Messi und Ronaldo? 100 Millionen? Ja, na gut. Und nochmal schießen, alles klar. Lasst uns bloß nicht zum Spiel kommen. Training, 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 Training. Oh, und Jamie Vardy, zweiter von ganz links bei den Auswechselspielern. Harry Kane, 3 rechts neben uns. Unser Sturmpartner, ja, dass wir hier Jamie Vardy verdrängt haben, schmeckt denen bestimmt auch nicht so. So, ja, hätte ich das gewusst, dann hätten wir erst was anderes genommen. So, schaffen wir die 22.000 zu schlagen? Das wäre jetzt so das Ziel, dafür muss eigentlich jeder eine Zielscheibe erwischen. Oder bis auf eine Ausnahme vielleicht, so, das ist unsere eine Ausnahme. Und wir müssen natürlich schnell sein. Geht ja auf Zeit und nicht auf Versuche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ist nicht mehr möglich. Ei, der geht noch. Okay, einen noch. Jo.
Ja. Das letzte Mal war es deutlich besser. Deutlich besser. Noch ein. Gut. Boah. Ach du je. Ach, komm. Mann, ist schon einmal einer reingegangen? Einer, ne? So, jetzt haben wir Platz. Das ist die Möglichkeit genutzt. Ist aber auch scheiße, ey. War der schöne Verrückzieher. Yes. Ah. Naja, das war nix. Ist aber auch nicht so einfach. Wir haben am Anfang einfach zu wenig Punkte genommen, als noch kein Gegenspieler da war. Und da hat uns Harry direkt mal überholt. Goodie. Also, dann. Vielleicht jetzt mal ein Spiel? Wenn jetzt noch ein Training kommt, dann machen wir nächste Folge das Spiel. Aber ich glaube, jetzt müsste eigentlich ein Spiel kommen. Na also, gegen Liverpool. Ja, nicht direkt Konkurrent. Mal gucken, ob wir auch... Mal gucken, ob wir Kloppo sehen. Ja, der muss ja eigentlich da sein. Harry Kane. Das hättest du uns auch so sagen können. Das musst du nicht auf Twitter posten. Ja, Tottenham ist 5 Punkte vor uns. Das heißt, die haben 2 Siege, ein Unentschieden gemacht, haben jetzt ein Spiel mehr. Das heißt, wir können bis auf einen Sieg wieder rankommen, beziehungsweise halt bis auf 2 Punkte. Das sollten wir machen. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann würden wir es schon ein bisschen abreißen lassen, ne? Naja, war eh gerade keiner da. Ich dachte, da schieße ich mal rauf, einfach mal um ein bisschen warm zu werden hier. Hm? Ja, hätte ja klappen können. Ah, kein Glück. Schlechter Pass, war ein Kopfball. Sehr gut. Ach, komm. Ach. Kein Foul. Ah. Oh ja, schöner Pass. Und da ist er drin. Bernard. Na, der macht ja selten Tore. Schön, dass wir ihm eins auflegen konnten. Und zwar maßgerecht. Mal gucken, der ist ja häufiger
häufiger in einer Bank, in einer Umkleide mit dabei, in einer Videosequenz. Vielleicht zeigt er ein bisschen was zu uns. Hätte was. Ah, nein. Kriegt er nicht mehr. Und schwupps sind wir von 5, irgendwas auf 7,7 hoch. So schnell geht's. Ein guter Moment. Ah, der sollte eigentlich zu Harry. Oh, schade. Aber im richtigen Moment den Ball gefordert, rausgegangen und... War das der Pfosten? Oh ja, ärgerlich. Aber super Chance. Wäre natürlich ein Auftakt nach Maß hier mit einem Tor, einer Vorlage. Und das alles in der ersten Halbzeit, in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit sogar. Ich bleibe jetzt mal in Zukunft immer auf der Höhe von unserem Sturmpartner. Ah, unsaubere Flanke. Ja, kam ein bisschen überraschend. Na, Freistoß. Der Ex-Schalker Fuchs mit dem Foul. Gute Position. Laufen sie sich da fast selber über den Haufen. Oh, Vorsicht, ganz gefährlich. Oh, sehr schön gemacht. Ungenau. Da muss der Linienrichter in Deckung gehen. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. So, wir sind auch schneller als die hier. Ja. Ein bisschen doof. Der hatte uns gut den Ball weggenommen, aber nicht schlecht. Zwei Szenen hatten wir. Die Vorlage und ja, den Pfostentreffer. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Stark verteidigt. Abseits.
Oh, da ist sogar einer, aber kommt nicht ran. Für wen? Okay, für den Gegner. Oh, Kloppo! Da war er kurz. Da war er kurz. Oh mein Gott, ey, was ganz schwacher Pass. Da haben wir ihn den so schön hingespielt und dann macht, verwertet er den überhaupt gar nicht. So, Liverpool auch mit der Auswechslung. Oh ja. Ah. Ärgerlich, dass der abgefälscht war. Naja, voll auf die Brust. Hätte uns der nicht so weggeblockt, dann hätte da vielleicht sogar was draus kommen können. Ah, ist abseits, oder? Kein Abseits. Ah. Gute Möglichkeit. Oh, sorry, Kumpel. Ach, komm schon. Nein, was? Davon sollen wir uns verletzt haben? Das war ja... Es war doch gar nichts. So, schnell aus dem Abseits raus. Eigentlich sollte der auch links nach außen da zu dem Kollegen. Oha, schön gespielt. Nicht schlecht. Oh, Achtung, Vorsicht, 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 gut gehalten. Sehr schön. Flanke ist angekommen. Von da kann man nicht wirklich mit dem Kopf rauf ein Tor erzielen, aber na gut. Ja, von wegen. Oh nein. Aber wir, das zweite Mal, dass wir verletzt liegen bleiben, aber wir sind immer noch, dran. Ah, da fehlte nicht viel. Schade, schade, schade. Ja. War jetzt auch nicht super knapp, aber war auch nicht so schlecht. Oh. Ah, war auch abseits. Glaube ich. Wenn wir rangekommen wären, hätte es, glaube ich, nicht gezählt. Der hat so ein bisschen verzogen. Der ist vom Ball weggegangen, der Spieler. Das ist immer so ein Zeichen dafür. Oh ja? Ah, schade. Die Nachlässigkeit des Verteidigers nicht bestraft. Ja, Harry Kane ist raus. Dafür ist ja Jamie Vardy. Ja, vor 10 Minuten schon gekommen. Und Man of the Match. Und dabei ist das Spiel noch gar nicht vorbei.
Ja, das war jetzt zu kompliziert am Ende. Ja, also, gutes Spiel von uns. Die Szene am Ende, die vergessen wir nochmal. Das war nicht so gut. Aber 8,5, sehr nice. Ja, Tottenham hat auch gewonnen. Ach so, ja, das ist ja wahrscheinlich schon so in der Tabelle berücksichtigt. Das heißt, wir sollten jetzt 2 Punkte dahinter sein. So, Bernard. How does it look? It's not serious. Keep it iced. I'll strap it now and we'll start with some ultrasound tomorrow. Take it easy for the next few days, then we'll do some work in the gym. Could have been a lot worse. Thanks. Best we used to get was a cold sponge. That's what happens when you run around like a madman, Alex. You need to learn to run clever. Understood. Bitte? Das ist aber nur im Storybook so. Das trifft überhaupt nicht auf das zu, was wir gemacht haben. Frechheit. Werden wir hier dazu genötigt, uns zu verletzen? Ja, trotzdem super Spiel. 70 geknackt. Skillpunkte sparen wir nochmal auf. Und ja, nächste Folge sehen wir uns wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start hier bei The Journey. Bis dann.